Gipfel Nummer 2 bei uns in Rann. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Was gibt es Schöneres in der Morgenzeitung als der Klatsch aus München vom FC Bayern? Die tägliche Kolumne Matthäus und Uli Hoeneß schlägt sogar die krausigen Berichte aus Bonn. Aber was steht dahinter? Wenn ein normaler Angestellter, zugegeben ein Gehobener, eine Führungsperson kritisiert, in der Wirtschaft gibt es dann gleich eine Abmahnung oder gleich den Rauswurf. Mal sehen, wie sich das bei den Bayern entwickelt. Dortmund hat übrigens in diesem Jahr 1993 noch kein einziges Auswärtstor geschossen. Die Bayern daheim noch keins kassiert. Aus dem Olympiastadion meldet sich unser Reporter vom Gipfel Nummer 2, Thomas Herrmann. So, der Worte sind genug gewechselt. Die Matthäus-Passion in der Karwoche ist ja ganz unterhaltsam. Aber nun sind Taten gefordert vor den 64.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion. 10.000, 15.000 Borussen-Fans zur Unterstützung ihrer Europapokalhelden, auch hier. Und Erich Ribbeck hat reagiert auf die Niederlagen. Ziege und Wohlfahrt draußen, dafür Scholl, Münch und Czerny drinnen. Disziplin ist gefragt. Bayern in Rot. Konzentriertes Abtasten zunächst. Aber dann Markus Schupp. Jorginho Schupp. Nach 5 Minuten die dicke Chance. Gefühlsballungen beim Führungstrio. In der Zeitlupe deutlich zu sehen, dass der Techniker am Ball vorbei streichelt. Die Bayern wirkten zunächst ein bisschen nervöser als die Gäste. Die Borussia verteilte sich klug. Chapuisat gegen Thon. Der Schweizer und der Brasilianer rettet zur Ecke. Gefahr, Gefahr. 15 Minuten gespielt und die Psyche der Bayern wirkte angeknackst. Kein Selbstvertrauen. Dortmund drückte der Begegnung mehr den Stempel auf. Bisher. Zorc. Rummenigge schön auf Reuter. Und Markus Münch, Retter in höchst brenzliger Situation. Ottmar Hitzfeld, Fingerspiele. Freistoß, Mehmet Scholl mal wieder von Anfang an dabei. Und der war gewaltig angeschnitten zum langen Eck. Ja, die vielen, oft nutzlosen Querelen und Diskussionen knabbern das Nervenkostüm des Rekordmeisters an. Darunter leidet halt auch dann die Souveränität. Selten Kombinationen. Olaf Thon. Thomas Helmer. Traumpass auf Schupp. Schupp, die magere Ausbeute und sie litten kräftig mit. Eckball Matthäus. Labbadia, ein erster Ansatz von ihm. Das Superspitzenspiel noch alles andere als eine Augenweide, zu viel Taktik, zu viele verkrampfte Profis. Gerhard Poschner zieht Sammer. Eine knappe halbe Stunde war vorbei. Dann machte sich der Holländer Wouters auf, die Achillessehne von Chapuisat einem Reißtest zu unterziehen. Schmerzhaft, aber ohne Absicht, sage ich mal. Chapuisat bald wieder fit. So ist das halt oft mit den angekündigten Traumspielen. Nahezu gleich gut, führt zur Neutralisation. Damit müssen wir alle leben. Thon, Matthäus, viel Laufarbeit des Pressesprechers. Und Thomas Helmer zu seinem Ex-Kollegen Stefan Kloß. So allmählich sortierten sich die Bayern besser, aber Begeisterungsschreie entlockten mir beide Teams wahrlich noch nicht. Zu bieder und einfallslos die Aktionen. Schauen wir weiter. Matthäus, Mehmet Scholl. Wohin schaut er? Auf Wouters. Wouters, die rechte Hand von Kloß. Und Edelreservist Thomas Berthold unterstreicht optisch, was er für diesem Spiel hält. Halbzeit. Wie bewerten Sie denn die Geschichte zwischen Lothar Matthäus und Uli Hoeneß? Ja, die ist sicherlich ernst zu nehmen, ohne Frage, weil ich sag mal, der Uli hat den Lothar kritisiert und der Lothar hat sicherlich, ich sage mal, aus Verärgerung, aus vielleicht auch Erregung überreagiert und das geht so in der Sache sicherlich nicht so. Und die beiden haben gestern Abend anderthalb Stunden miteinander gesprochen und ich denke, dass wir da das intern lösen können. Die strahlende Lolita, immer eine Augenweide und ihr kämpfender Lebensgefährte. So, und nun hoffen wir auf mehr Pfeffer, mehr Herz, mehr Strafraumaktionen, mehr Tore natürlich. Bayern spritziger aber jetzt. Labbadia, ein Wurstler, kein Hand. Jorginho eilt heran und Stefan Kloß unterschätzt den Ball.
gleich danach. Eckball Lothar Matthäus. Wouters, Jan Wouters, ein mächtiger Knaller hinein ins Gehäuse, bringt überraschend das 1:0 für München nach 52 Minuten. Welch ein Auftakt zur zweiten Halbzeit. Tor Nummer 3 für den Holländer, das fleißige Bienchen. Die Zeit loben, Volley, toll, Labbadia lässt geschickt durchflitzen. Keine Chance für Stefan Kloß. Da haben die Bayern in letzter Zeit lauter Traumtore kassiert und nun schlägt der Rekordmeister zurück. Hitzfeld muss lächeln, ob dieses Unglücks. Die andere Seite. Na, das ist doch klar. Die Borussia agierte 45 Minuten lang recht clever, aber ohne allzu große Effektivität. Doch nun riss der Faden. Kaum konstruktives Spiel. Vielleicht aber nun. Über Michael Rummenigge. Auf Matthias Sammer, recht blass bisher und auch weiterhin. Dann musste Labbadia weichen, verständlich. Roland Wohlfahrt griff ins Geschehen ein und Bruno Labbadia mit sich oder der Maßnahme unzufrieden. Die Gastgeber wirkten nun spritziger, nicht mehr so statisch ideenlos. Ein kleiner Ruck, auch Tor genannt, beflügelte den strapazierten Tabellenführer. Auf ging's. Roland Wohlfahrt. Na, er kann's doch noch, der alte Torjäger. Respekt. Nochmals der technisch hochwertige Schuss von Roland Wohlfahrt, dem Überlebenskünstler in München. Etwa 20 Minuten vor Schluss verstärkten die Borussen nochmals verzweifelt ihre Bemühungen, ohne aber Linie in ihr Spiel zu bekommen. Viel Stückwerk, Matthias Sammer. Rummenigge, ein Bodenkampf, Krampf, Gestocher. Matthäus, leichtsinnig und routiniert. Und so kennen wir die Gesichter von Karl-Heinz Früher und Michael Rummenigge heute. Und weiter die Borussia. Freistoß. Gerhard Poschner, Aumann, sonst beschäftigungslos. Und was die einen bekommen haben, sollen natürlich auch die anderen kriegen. Freistöße. Lothar Matthäus. Und Freund Uli Hoeneß. Für wen läuft die Zeit? Die Begegnung in der zweiten Halbzeit wesentlich frischer, spannender. Dortmund drängte auf den Ausgleich. Gerhard Poschner gegen Markus Münch. Münch reaktionsschnell, der kleine Mann in höchster Not. Ein offener Schlagabtausch nun. Der Sieger noch lange nicht gekürt. Bayern hinten stabil und vorne beweglich. Dortmund lauerte auf die Chance. Matthäus, Lothar Matthäus gegen Zorc. Elfmeter entscheidet Markus Merk, der Schiedsrichter, zum Entsetzen von Ottmar Hitzfeld. Ja, 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 schauen Sie mal hin, ich sage ein klares Jein und enthalte mich der Stimme und sage einfach eine Tatsachenentscheidung. Olaf Thon, der Libero. Gebremst, schwungvoll das 2:0 nach 83 Minuten. Das war dann wohl die Entscheidung. Die Gratulanten. Nochmals etwas langsamer, sehr gezielt und noch ins richtige Eck. Olaf Thon. Eine Szene wollen wir Ihnen dann doch nicht vorenthalten, und zwar die typische Konterszene. So geschehen natürlich, als die anderen wie immer hinten keinen großen Bock mehr hatten. Christian Ziege für Markus Münch gekommen. Ziege, das hat er gegen Stuttgart besser gemacht. Christian Ziege und 2:0 gewinnt der FC Bayern. Keine berauschende, aber eine solide Leistung gegen zu biedere Dortmunder. Wie Köhler auf Stimmenfang. Ein Wort noch zum Elfmeter. Es hat ja so ausgesehen, als wäre sie selber überrascht gewesen, dass er gepfiffen hat. Das war eine komische Situation. Es war auch für mich überraschend in dem Moment, aber gerade habe ich es im Fernsehen noch mal gesehen, weil ich gedacht habe, der Michael Zorc hat den Ball gespielt und er hat ihn gar nicht gespielt. Und für mich ist es eine normale Reaktion, dass er mich am Weitergehen hindert. Er hat mich auch berührt am Schienbein, das wusste ich, aber ich habe vorher gedacht, er hat den Elfmeter, den Ball gespielt. Und deswegen habe ich nicht mit einem Elfmeterpfiff gerechnet, aber wie das Fernsehen gezeigt hat, ist er gar nicht am Ball hingekommen. Heute Ihre Leistung, wie würden Sie sie einschätzen, so kurz nach dem Spiel? Ja, fragen Sie am besten den Uli Hoeneß, weil wenn ich sage schlecht oder gut, dann ist er vielleicht wieder anderer Meinung und das muss ja auch nicht sein. Das sitzt noch tief, ja?
Ein zärtlicher Applaus für die Bayern war das, kommt nicht ganz durch. Da ist er,